Ich finde es großartig, zu so einem tollen Anlass predigen zu dürfen, ein paar Gedanken und Impulse weiterzugeben. An euch Täuflinge natürlich ganz besonders, aber für uns auch als gesamte Gemeinde. Am Anfang brauche ich noch mal kurz eure Hilfe. Was macht für euch, was macht für dich eigentlich einen perfekten Samstag aus? Was braucht so der perfekte Samstag, um richtig gut zu sein? Frühstück mit der Familie, Sonnenschein, ausschlafen, ja, da hat jemand die Kinder schon aus dem Haus oder zumindest groß. Was noch? Was gehört zu so einem richtigen Samstag dazu? Ganz viele Ideen. Fußball, Sportschau, genau. Freunde und Familie, super. Grillen, ja, das natürlich. Was auch sonst? Bitte? Rasenmähen, genau. Das ist auch das Erste, was mir eingefallen ist, wenn ich an meine Kindheit und Jugend gedacht habe. Rasenmähen. Ob du willst oder nicht. Der Samstag, das ist so ein besonderer Tag in der Woche. Zumindest für viele, für die meisten, wenn es vom Job her, wenn der das zulässt. Die Woche ist zu Ende, der Sonntag wartet und Samstag ist so eine Zeit. Und wenn ich eben an meine Kindheit, an meine Jugend denke, da waren das ganz besondere Tage. Wurden Brötchen geholt morgens und beim Frühstück konnte man die Zeitung ein bisschen durchblättern und ist dann rausgegangen, Rasen mähen, was auch immer, was irgendwie so anlag. Behaltet das mal im Hinterkopf, weil heute predige ich über einen Samstag, aber über einen besonderen. Erstmal möchte ich uns den Predigttext vorlesen, ein Vers aus dem 8. Kapitel des Römerbriefes, ein Vers, den Paulus an die Gemeinde in Rom schreibt. Am Donnerstag habe ich den schon mal gelesen in der Gemeindeversammlung und es ist ein Zuspruch, ganz besonders für euch Täuflinge heute Morgen, die ihr hier seid, aber für uns auch als gesamte Gemeinde. Da in dem Kapitel schreibt Paulus nämlich über den Geist Gottes und was der macht, was der tut und was an dem so besonders ist. Und da schreibt er im 11. Vers: Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Nun ist es ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil er Christus wieder auferweckt hat von den Toten, wird er auch euch, eure sterblichen Körper, lebendig machen. Was für eine Zusage, was für ein Versprechen und was für ein Bild. Wir haben das Privileg und die Besonderheit, dass der Geist in uns wohnt und wir diese Kraft erleben dürfen, so schreibt es uns Paulus und so sagt es uns die Bibel, das Evangelium, der auch Jesus von den Toten auferweckt hat. Und ich finde, das passt so genial zur Taufe, denn das, was wir hier symbolisch gesehen haben, was ihr erlebt habt, dieses Unterwassertauchen und wieder hochkommen, das ist nämlich das Symbol genau für das. Das ist eigentlich ein Symbol für Ostern, denn es verdeutlicht, es symbolisiert, das Untertauchen ist das, ja, der alte Körper wird ins Grab gelegt mit Christus. Er verschwindet, geht unter Wasser. Und dann wird er wieder hochgehoben und ihr seid wieder da aus dem Wasser raus und das ist das Bild dafür, dass Christus wieder auferstanden ist. Und das Bild dafür, wie Hartmut das gesagt hat, das ist diese Woche der Wochenvers sogar, wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Das heißt, symbolisch gesehen, ihr wart vor ein paar Minuten, als ihr hier reingegangen seid, noch ein anderer Mensch als jetzt, die ihr wieder herausgekommen seid. Und das ist auch dieses Bild und das ist der Vers, den Paulus da beschreibt, das bewirkt der Geist, der auch Christus wieder lebendig gemacht hat. Und Paulus zieht hier den Vergleich mit Ostern heran. Und ich dachte mir, das ist noch nicht so lange her, das machen wir auch. Weil Ostern, dieser Dreischritt von Ostern, den wir kennen, Freitag bis Sonntag, das ist ein tolles Bild, ein schönes Symbol, das uns auch im Glauben weiterhelfen kann, denke ich.
waren zumindest meine Ideen und Gedanken, an denen ich euch teilhaben lassen möchte. Denn Ostern, diese drei Tage, verdeutlichen uns, wer Christus ist und was er tut und was er macht und was das mit mir heute zu tun hat. Ostern fängt ja an, so die richtigen Feiertage, mit dem Karfreitag, mit einem dunklen Tag. Ein Tag, der uns daran erinnert und an dem wir uns bewusst daran erinnern, was Christus erleiden musste an Ostern. Und für uns heute kann es ein Symbol dafür sein, dass wir an einen Gott glauben, der genau weiß, wie es dir und mir geht in unserem Leben. Wir glauben an einen Gott, der Mensch geworden ist. Das heißt, der alles durchlebt hat, was wir durchleben. Der Mensch geworden ist, damit er, verstehen konnte er es sowieso, aber am eigenen Leib erfahren hat, was das Leben bedeutet. Und er hat so sehr gelitten, ich hoffe, das muss keiner von uns, der heute hier ist, jemals erleben. Er wurde gefoltert, wurde gefangen genommen, musste Schmerzen erleiden. Und vorher in seinem Leben war es auch schon so. Er hatte Momente, er hat mitbekommen, dass geliebte Menschen sterben mussten, leiden mussten, krank waren. Er konnte sie heilen und trotzdem wissen wir, er hatte Emotionen. Er war Mensch, voll und ganz, so wie wir, so wie du und ich. Und deswegen sagt dieser Gott, ich liebe dich und ich weiß, wie es dir geht. Ich kann nachvollziehen, wie du dich fühlst, wenn es dir gut geht, aber auch wenn es dir schlecht geht oder wenn der Tag irgendwie so ganz normal ist. Jesus hat das durchlebt, hat das mitgemacht und hat das auf sich genommen, dass er sagt, ihr könnt frei sein. Frei sein von der Angst, was ist denn dann irgendwann? Und er ermöglicht es uns, dass wir diesen Geist, von dem Paulus schreibt, haben und erleben können. Also Karfreitag beginnt Ostern und Ostersonntag ist die große Feier. Wir feiern die Auferstehung dessen, an den wir glauben, dass er wieder lebendig wurde, aus dem Grab herauskam. Und jetzt kommen wir wieder zum Samstag zurück. Nach drei Tagen oder am dritten Tag ist er wieder auferstanden. Das sagt auch das Glaubensbekenntnis. Und jetzt ist da dieser Tag dazwischen, dieser Samstag. Auch in unserer normalen Woche so ein Tag dazwischen, den wir irgendwie nutzen können. Und Ostern, wir haben Karfreitag und wir haben Ostersonntag. Und was ist eigentlich an dem Samstag? Was ist Karsamstag passiert? Jesus war weg. Sie haben ihn nicht gesehen, nicht gehört. Er war komplett weg. Sein menschlicher Körper war mausetot. Da gab es nichts dran zu rütteln, nichts dran zu diskutieren. Er war im Grab, der Stein war davor, er war weg. Was ist da passiert? Warum? Er hätte doch direkt vom Kreuz wieder runterkommen können und sagen können, alles erledigt, fertig. Nee. Was war am Karsamstag? Was war da? Fällt euch was ein? Was war an diesem Samstag? Eigentlich der perfekte Samstag, wenn wir das heute sehen. Resignation, Trauer, Verzweiflung. Ganz furchtbarer Moment für die Jünger. Schlimm. Sie haben sich zurückgezogen, haben gebetet, hatten Angst. Aber was war da? Was ist da passiert? Ganz einfach. In dem Moment, wo sie Jesus nicht gesehen haben, nicht gehört haben, wo sie keine Ahnung hatten, was jetzt wirklich ist, in der Zeit hat Jesus seinen Job gemacht. In der Zeit hat Jesus gekämpft. In der Zeit hat er das erledigt, was er zu erledigen hatte, weshalb er Mensch wurde. Dass am Sonntag die Welt eine andere war. Dass in dem Moment, wo er wieder herauskam, auf einmal alles anders war. Sie haben ihn nicht gesehen, nicht erlebt. Und ihr Täuflinge, verrate euch kein Geheimnis, wenn ich sage, es wird Tage geben, da wird euch das ähnlich gehen. Da werdet ihr vielleicht selber fragen, wo ist denn dieser Gott? Gibt es ihn wirklich? Finja, ich glaube, du hast das am Donnerstag in deinem Zeugnis so schön gesagt. Hast gesagt, es gab auch mal Momente, da habe ich wirklich dran gezweifelt, ob es diesen Gott gibt. Da habe ich wirklich gezweifelt und Hartmut sagte, kenne ich. Und ich glaube,
wenn ihr Menschen fragt, die auch seit Jahrzehnten mit Jesus unterwegs sind, die sagen auch, ja, solche Tage gibt es. Solche Momente werden kommen und werden da sein, wo man denkt, ja, und wo ist er nun? Was ist jetzt? Was soll das Ganze? Und ich glaube, dieser Gedanke von Ostern, der kann da ja, mehr als ein Trost sein, wenn wir wissen, in den Momenten, wo wir Gott, wo wir Jesus nicht erleben, nicht sehen, vielleicht auch nicht hören können, dann ist er nicht weg, sondern dann macht er seinen Job. Dann tut er das, was getan werden muss, dann kämpft er für uns. Dann ist er derjenige, der es ausfechtet, an unserer Seite oder in unserem Rücken steht und seinen Job erledigt. Auch wenn ich ihn nicht sehe, auch wenn ich ihn nicht höre, dann kämpft er wahrscheinlich erst recht. Und dann kommt Ostersonntag, die große Feier. Wir feiern das heutzutage. Wir haben hier vor ein paar Wochen ein großes Frühstück gemacht miteinander. Der Raum war voll mit Tischen und da saßen wir dran und es gab ein tolles Buffet. Das war eine tolle Atmosphäre, eine großartige Stimmung. Wir können es feiern. Am ursprünglichen Ostersonntag, da war das noch ein bisschen anders. Jesus ist den Menschen erschienen, ist wieder zu ihnen gekommen und ist ihnen begegnet. Aber lustigerweise, die haben ihn teilweise gar nicht erkannt. Die haben es gar nicht gemerkt, dass er es ist. Maria am Grab, das ist ganz schön in einem der Evangelien beschrieben, sie dachte erst, als sie ihn gesehen hat, das ist der Gärtner und hat mit ihm geredet. So nach dem Motto, wo ist er denn jetzt? Bis er dann sagte, hey, ich bin's. Sie hat ihn nicht erkannt, nicht gesehen. Die Jünger, die unterwegs waren, die Emmaus-Jünger, so nennt man die Geschichte, die haben sogar mit ihm geredet und haben ihn nicht erkannt. Haben es nicht kapiert, dass er es ist. Und ich glaube, auch das ist eine wichtige Botschaft für uns in unserem Leben und Glaubensleben, auch für uns als Gemeinde. Manchmal, da erkenne ich Jesus gar nicht, wenn er mit mir redet. Manchmal, da ist es ein anderer Mensch, der mir eine Botschaft gibt oder der mir zur Seite steht, der mir irgendwie hilft oder dem ich begegne, dem ich zur Seite stehen kann. Und darin kann ich Jesus begegnen, auch wenn ich ihn in dem Moment überhaupt nicht erkenne, sondern erst so einen Wink brauche, dass Jesus sagt, hey, ich bin's doch. Und ihn dann erkenne und sehe. Und ich darf euch das als Täufling heute so ganz besonders zusprechen, aber auch als gesamte Gemeinde. Solche Tage kommen, da wird es euch nicht gut gehen. Und da wird nicht alles super sein. Und ihr könnt wissen, der Jesus, der Gott, an den ich glaube, der kennt das. Der hat das auch durchgemacht. Der hat das alles erlebt. Und dem könnt ihr euch anvertrauen und sagen, hey, ich weiß auch nicht, es ist gerade alles blöde. Hilf mir. Und dann wird es Momente geben, wo ihr ihn nicht erleben könnt. Vielleicht auch gar nicht richtig beten könnt, weil irgendwas da im Weg steht und irgendwas funktioniert nicht richtig. Und dann könnt ihr wissen, gerade dann kämpft er ganz besonders für euch. Kämpft für euch und will dafür einstehen, nein, steht dafür ein, dass es euch wieder besser geht. Und dass, ja, dass ihr ein Leben in Freiheit leben könnt. Das, was er für euch erstritten und erkämpft hat, das Leben, das er gelebt hat, damit ihr hier im Symbol seines Ostergeschehens untertauchen und wieder hochkommen könnt, so rum, und ein neuer Mensch seid. Denn ihr seid jetzt nicht mehr die gleichen wie vor der Taufe. Daran glauben wir, das sagt uns die Bibel. Und in euch, in uns als Gemeinde, lebt genau der Geist, der das bei Christus geschafft hat, ihn wieder lebendig zu machen. Und er möchte uns lebendig machen, euch als Tauflinge, uns als gesamte Gemeinde. Lebendig machen, dass wir in Freiheit leben können. Verändert, verwandelt, das ist auch, was Paulus in diesem Kapitel schreibt. Es wird sich etwas ändern, wenn du mit Jesus lebst. Und das werden Menschen um dich herum erleben. Das musst du nicht selber machen, sondern das passiert von ganz alleine. Da wird sich etwas verändern, verwandeln in euch. Und das wünsche ich euch, das darf ich euch als Täuflinge so zusprechen, aber auch uns als Gemeinde. Wenn wir diesem Geist Raum geben in uns, dann wird er etwas verändern, denn das ist ein Wahnsinnsprivileg. In uns möchte der Geist leben und uns verändern, der die Kraft hat, Tote lebendig zu machen, der die Kraft hatte, Christus aus dem Grab zu holen und ihn wieder lebendig zu machen, damit wir in Freiheit leben können. Amen.